Herzlich willkommen bei Spaß am Spiel. Heute mit einem neuen Spiel Citybus Manager von PDP. Hab schon angespielt, ein super geiles Spiel. Ja, wir starten mit einer neuen Firma. Ah, ja, wie nennen wir denn die Firma? Am Anfang haben wir ein Tutorial auch, was wir durchspielen müssen. Und dann können wir richtig starten. Firma. Berlin. Bus Service. Bus Service, genau. Deutschland, ja. Dann nehmen wir die 1, 2, 3, Berlin. Deutschland wollen wir. 1, 2, 3. Berlin. Berlin. Nein. Ist doch nichts. Drei. Nur in Deutschland. Mitteleuropa. Berlin. Hallo. Fängt ja schon mal gut an. Ja, was nü los? Nach einer kleinen Pause sehen wir uns wieder. Ja, hallo, da bin ich wieder. So, also mit Deutschland geht erstmal nicht. Klappt nicht. Ah, nehmen wir mal Amsterdam. Auch eine schöne Stadt. Also starten wir. Wow, Großstadt kann man sagen. Kann ja auswählen zwischen Dorf oder Großstadt. Sandbox ist unbegrenztes Geld. Alle Busse direkt freigeschaltet. Alle Forschung von Anfang an freigeschaltbar. Keine Steam. Zumindest keine Medaillen. Im Vorderspielmodus. Oder Experte. Weniger Startkapital. Anspruchsvolle Gefahr ist in ihr Subvention. Kommen zu. Zusätzliche Ausführungen zu verwehren. Und mehr. Gut. Starten wir mit normal. Amsterdam. Dann generiert er uns erstmal eine neue Stadt. Betriebshof. Und die Karte lädt er runter. Weil ist ja schon basiert ja auf Streetmaps. Wie man gehört hat. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt. Muss sagen. Einfach süchtig. Das Spiel ist einfach genial. Ich bin gespannt, was die Jungs da noch ausbringen an dem Spiel, was sie da erweitern. Seit dem 10.11. ist es draußen. Gab schon 3 Updates inzwischen. Ja, sind fleißig hinterher, die Jungs. Muss man sagen. So. Ladegebäude, schön. Lord mal. Ups, da ist der Bus und weg ist er. So, ja, wir haben jetzt hier die Karte Amsterdam. Ja, wo weil Schloss ist, wie kann man später sich freischalten. Oh je, viel Wasser, viel Wasser. Oh, wo starten wir denn? Zentral, würde ich sagen. Genau, und
genommen nicht mehr so. Schon ewig nicht mehr da. Was ist das hier für ein Gebiet? Ja, ich wollte eigentlich Deutschland nehmen. Aber wir starten erstmal mit der Karte hier, mit Amsterdam. Wenn es irgendwie geht, denn demnächst mit Deutschland, werde ich die Karte nochmal neu machen. Mit Deutschland, mit Berlin. Oder ich fange komplett nochmal neu an. Mal gucken. Weil, was da? Mann. Ja, das ist eben halt Amsterdam. Oder Flughafen. Mann, noch mehr. Starten wir hier unten. Ein bisschen weit zum Bahnhof, ja. Gut, für den Anfang reicht das auch erstmal. Park. Immer hier, so, ja. Boing. So, ja, hier ist unser Betriebshof, den wir ausbauen müssen. 200.000 Euro haben wir Startkapital. Bewegen, perfekt, haben wir auch schon gemacht, wo ich es mit der Maus gemacht habe. So, was sagt ihr schönes? Willkommen in Amsterdam, wir freuen uns sehr, dass du dich ab sofort um unseren Nahverkehr kümmern wirst. Um dich dabei zu unterstützen, erhältst du von uns Subventionen in Höhe von 141% auf allen Einnahmen. Außerdem bekommst du Rabatte auf alle Busse, Ersatzteile, Gebäude und Einrichtungen. Eine gute Zusammenarbeit. Danke, wünsche ich euch auch. So, bauen wir mal jetzt erstmal das Service Center aus. Weil da kommen die Verhalte oder die Kunden sich beschweren. Also falsch, Baummenü müssen wir machen. Service Center. Tür brauchen wir nicht. Info. Mit R drehen wir. So, bewegen wir mal die Info dahin, zack. Jo, Couchtisch, ne, brauchen wir noch nicht erstmal. Stuhl, weil wir müssen ja warten. Können auch sitzen mal. Haben eigentlich nicht verdient. Oh, die kaufen die Fahrkarten. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Mülleimer. Gleich alle. Mehr schmeißen können. So. Aquarium. Und Tisch nehmen wir das weg. So, dann brauchen wir einen Flur. Und Büro. Büro baue ich mal hier ran. Gleich ein bisschen größer, weil. Brauchen noch mehr Angestellte, muss so kurz auch das Büro werden. Zack. Bom. Dann einen Flur ranbauen, weil ohne Flur können wir ja nicht irgendwo durchgehen. So, zack, bom. Dann Tür. So, Entschuldigung. So, Büro. Da brauchen wir ein, zwei Tische, Schreibtische, Steh. Da sind. Na,
Zack. Für die Forscher und für die Mitarbeiter. Oh. Den brauchen wir. Bauen wir hier eine Lampe hin, dass wir ein bisschen Licht haben. Zack. Bücherregal, passt das hier an, ja. Bisschen dekorieren gleich. Pinnwand, lassen wir ein Bild. Pack. Können sich informieren. Regal, ne, da brauchen wir eine Pflanze hin. Zack. 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 Wenn wir ein bisschen bequem haben. Konferenztisch. Zack. Den Drucker. Könnte ich gleich mal was ausdrucken können. Richtig, ja. Mülleimer. Zack. Zack. Wegschmeißen wollen. Von Notizen. Kollege, was weggeben will. So, das lassen wir offen. Küche. Küche. Was brauchen die Küche? Könnt zu Hause essen. Zack. So, Kommode brauchen wir nicht, Küchenzeile. Erstmal eine Tür. Zack. So, bap, 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 bap. R. Ja, die Firma wird ja auch ein bisschen größer werden, brauchen wir also noch mehr. Zack. Dann ja gleich ein bisschen. Oh, da steht im Weg. Zack, machen wir so. Küchenzeile. Spülbecken, dass wir den Müll wegräumen, da waschen können. Zack. So. Und eine Lampe. So, Badezimmer. Badezimmer, wo bist du nochmal? Badezimmer. Straße, Büro, Küche, ah da. Zack. Kommen rein. So. Toilette. Zack, zack. Okay, nicht. So, nochmal, ich mache jetzt eine Tür rein. Ne, ist nicht erreichbar. Okay. Das ist gut, Jungs. Ich bin ja gnädig zu euch. Tür, zack, 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 zack.
Waschbecken. Eigentlich wollte ich Waschbecken haben. Nicht wahr, habe ich gesagt. Und da brauchen wir eine Tür. Zack, dass wir da durch können. Dann brauchen wir erste Busse. So, brauchen wir erstmal eine Straße. Zack, zack. Mitte. Bauen wir hier mit dran. Zack, 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 zack. Gleich ein bisschen groß denken. So, Straße, dann brauchen wir, na gut, gucken wir jetzt mal auf Fuhrpark, also nee, auf ein bisschen auf dem Marktplatz. So, was haben wir denn schon nicht? Kaufe zwei Busse, aber nee, wir machen erstmal Mitarbeiter, weil, ah, wir brauchen erstmal Spinde, Baumodus. Lagerraum. Mal ein bisschen größer. Zack. Töte Schelm. So. Spinde. Wo sind wir denn? In der Halle. Pro Mitarbeiter ein Spind. Ja, leider. Falsch. Hat der das aufgerissen? Was denn das? Nur weil ich eine Wand wegreißen will? So, also Halle neu bauen. Einmal neun, einmal neun, zehnmal zehn. Zack. Spinde. Zack. Bam, bam. So, das haben wir. Dann können wir jetzt Mitarbeiter einstellen. Wir brauchen einen Forscher. Ja, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist wichtig, aber auch Freundlichkeit. Gut. Aber gucken wir mal, 12 Euro runterkriegen. Er hat das Angebot angenommen. So, weil. Fuhrpark. Forschung. Dann forschen wir gleich mal einen größeren Solobus. Und mit Forschern können wir dann neue Busse erforschen.
So. Ich will Halle, Außenbereich, Straße. Wir brauchen gleich eine große Hebebühne. Okay, Mist, also eine Straße. Runter. Runter. Zack. Nee, Hebebühne groß. Da passt sie. Klein. Stellplatz, Hebebühne. Anlage. Passt nicht rein. Passt nicht rein. Oh, nicht erreichbar, ich weiß. Die Straßen kann man leider nicht wegnehmen. Das ist ärgerlich. Kann man den bewegen? Zack. Das war jetzt die kleine Hebebühne. Dann brauchen wir eine große Hebebühne. Nicht erreichbar. Straße bauen. Brauchen wir Waschanlage groß. Eine Waschanlage reicht erstmal. So. Ist auch halt. Rolltor. Halle, 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 hallo. Wo ist denn Rolltor? Hebebühne, Mülleimer, Rolltor. Zack, jetzt ist sie auch erreichbar. Oh, das bauen tun wir nachher. Halle bauen. Was ist denn? Nee. Alle bauen. Und dann, zack. Zack. Und zack. Zack. Nö. Für später für große dann noch mal getönte Tür, zack. Wir können auch noch mal raus. So, und zwar jetzt brauchen wir noch das Lagerraum mit Regalen. Das geht hier nicht. Können wir Lager bauen? So? Nee. Z-Bomb. So. Regale. Zack. Warum so viele Regale? Ja. Später brauchen wir mehr. Ups. Material zum Reparieren. Was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir ja nicht. So, Lagerraum haben wir, Spinde haben wir. Dann stellen wir erstmal Personal, zwei Busfahrer Minimum ein. Hm.
sofort. 13,30, das ist nicht ganz so freundlich. Mal gucken, ob wir 13 Euro kriegen. Haben wir. Oh. Okay. Was sagt unsere Forschung? Die arbeitet noch. Mein Junge, schlauf nicht ein. Servicepersonal brauchen wir. Reinigungskräfte brauchen wir auch. Brauchen wir so viel? Ja. Dich nehmen wir. Mechaniker brauchen wir. Der die Fahrzeuge repariert, wäscht. Bam, bam, bam. Wen nehmen wir noch? Drei. Ja, hier. Zack. Forscher, Reinigungskräfte. Haben wir schon Reinigungskräfte? Und haben wir einen Forscher, Busfahrer, Busfahrer, Reinigungskraft, Servicekraft brauchen wir. So. Hier. Den nehmen wir doch sofort. Kurzhand. So, haben wir alles eingestellt. So, eigentlich müssten wir jetzt noch zwei Busse kaufen, aber der forscht noch. Dann lassen wir den erstmal forschen. Das dauert wohl noch. Hier sehen wir unsere Finanzen, wie viel Ausgaben wir haben. Heute 24 Euro. Haben wir Verlust an Ausgaben? Okay. Die ganzen Tage. Was wir an Tickets einnehmen, Provisionen, Subventionen, die wir dann noch dazu kriegen. Wenn wir Wartung, Reparatur machen, wird hier nochmal mit aufgeführt. Sprit, wenn wir tanken, die Haltestellen, die zahlen müssen. Miete, Nebenkosten, Büro und alles. Kredit, hier oben, wenn wir einen Kredit aufnehmen wollen. Von 70.000, 80, 110, 120. Ja, brauchen wir nicht. Erstmal Tickets. Ja, können wir einstellen, was wir für Preise haben wollen. Für Kurzstrecke, Einzel- und Wochenticket. Warum nicht Monatsticket noch drin ist? Aber okay. Oh, schon 34 Euro. 10 Euro Miete, Nebenkosten. Naja, gut. So, komm, Junge. Kicken wir doch mal gleich mal. Wir müssen auch gleich eine neue Linie bauen. Das ist unser Depot. Fahren wir denn lang? Ich kenne mich gar nicht in Amsterdam aus. So. Neue Busfreischalt. Na perfekt. So, machen wir den pausieren wir mal. Busfahrer. Hey, mein Stundenlohn ist nicht der höchste. Bist gerade alle mal eingestellt worden und meckerst dir schon, ja? Ja, hallo, bist noch Azubi, Junge. Ey, die Jugend von heute. So, ach ne, Fuhrpark müssen wir sein. Marktplatz, wenn wir kommen wollen. City, der hat nur 75. Aber 29, wir können auch Gebrauchte kaufen. City, LF 20.000. Sprinter. Zito. Naja, Zito halte ich nichts von. Ups. Weil wir müssen den auch denn reparieren. Sauberkeit. Reifen müssen wir erneuern. Bremsbeläge sind okay. Keilriemen müssen wir erneuern. Motoröl. Motor, Licht, Scheibenwischer auch noch. Und dann könnten wir hier ein Angebot machen. Ja, aber wir haben nichts da. Mit ihm, da ist soweit. Der könnte fahren. Aber 22.000. Ist immer wieder, wenn was kaputt geht. Ne, nehmen wir gleich einen neuen.
Nehmen wir den Zito oder den Scania. Daimler oder Scania? Ne, zwei große. So, dann können wir auch gleich euch was zeigen. Zack. Das können wir dann auch noch lackieren. Unseren eigenen Begebenheiten wünschen. Dachfarbe. Nö. Rot. Ja, so. Schön grün, rot, grün. So, oh, wisst ihr was? Wir nehmen auch das Dach in der Farbe. Wenn schon, denn schon. Zack. Perfekt. So. Und wir können auch Sticker hinzufügen. Nehmen wir hier vergrößern. City Bus Manager. Zack. Zack. Und wir können auch eigene Streifen machen. Ja, okay, nein. Sticker importieren. Finde ich denn mein Bild nicht? PNG. Und ist auch in dem Urne drin. Hä? Aber vielleicht will ich den noch. Ben. Abbrechen. Importieren nach. Exportieren. Exportieren. In Sendung verweisen. Speichern. Unter. So. Wo haben wir denn auch noch Intro her? Da ist das doch. Select. So. Da bin ich wieder. Ups. Passt ja nicht in mir rein. Aber hier mein Logo, zack. Zack. Da
Machen wir ein bisschen größer. Zack. Kann man dann auch. Oder zack. Oh nein. Ja, so fett. Müssen wir ein bisschen kleiner machen. Zack. Zack. So. Und das können wir Sticker importieren. Nee. Also Cancel. Speichern, BBS, Scan, ja, Scan, ja, lokal speichern, so, anwenden, kommen wir noch in den Bus, so, ups, da kommt er gerade angefahren. Und mit Original-Logo von mir, yeah. Spaß am Spiel. So, dann kommen wir gleich noch mal ein Fuhrpark kaufen. Dann gehen wir auf Laden, Vorlage durchsuchen, Garnier, Vorlage anwenden und zack, alle da. Und go. So, bau eine, ach ja, Tankstelle müssen wir noch bauen. Die wollen wir mal hier ran. Die Straße, Tankstelle. Zack. So, errichte eine neue Linie. So, dann gehen wir auf Linien hier unten. Neue Linie. Das erkläre ich euch später. Mal. So. Ich starte hier, zack, zack, zack. Zack. Fahren wir hier rüber. Da, da, da. Dann da, da, wir müssen dann 10 bis 15 haben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, was ist das hier, Amstel, Spor, so, zack, so, okay. So, dann haben wir Ende. Rückfahrt hinzufügen? Ja, bitteschön. So, Prognose. Alle 60 Minuten. Wie können wir hier noch verändern? Fahrintervall. Da bräuchten wir 6 Bits. Hier bei 15. 3. 2. Alle 30 Minuten. Ja. Machen wir auch 3. Von 6 bis 20 Uhr reicht erstmal. Wohl länger fahren. Aber wir brauchen dann noch mehr Fahrer. Pro Bus 1 bis 2 Fahrer. Mehr. Ja. Bei 8,5 Stunden dürfen sie ja eigentlich fahren. Wie machen wir das jetzt? Vier, neun Stunden, machen wir 6. Bestätigen, so. Zack.
Dann haben wir halt die Linie auch eröffnet. So. Muss dann der andere. Ach, da unten steht er. So, dann müssen wir natürlich morgen die Linienbusse zuwenden. Ja. Oh. So, hier sehen wir dann, wenn wir auf den Bus klicken. Machen wir erstmal Pause. Können wir verkaufen. Umlackieren, wenn wir eine Lackiererwerkstatt haben. Kostet uns 13.000. So, dann können wir dann einmal tanken. Mechaniker reparieren. Dann sehen wir Klimaanlage, Motor, Blinker, Licht, Router, Scheibenwischer. Denn wenn Bremsschläge unter sind, Motoröl, Reifen oder Keilriemen, geht der Balken nach da immer weiter, wird rot. Dann müssen wir auf das markieren und dann klack, Reparatur starten. Dann wird repariert. Reinigung macht unsere Reinigungskraft. Sauberkeit außen, dafür die Waschstraße. So, ja, heute wird erstmal nicht viel passieren, wir lassen das mal vorspulen, weil die nächsten Routen werden erst morgen stattfinden. Zu spät, leider für Dienstag. Neuner Minus, Halleluja. So, wir sehen uns dann nach einer kleinen Pause wieder. Okay. Oh, da bin ich wieder. Oh doch, stimmt, hab vergessen, ab 6 Uhr ist ja die Schicht beginnen. So, Linie 1. Wenn wir auf die I gehen, sehen wir denn die Fahrzeiten. 6.55 Uhr vom Hof nach Hugo de Frieslen. 6 Uhr ankommen, 6 Uhr Abfahrt, 6.51 Uhr Ankunft und 7 Uhr zurückfahren und 51 ankommen und so weiter und so fort. Immer 9 Minuten Pause, Wendezeit, oh je. Das bei 8 Stunden, oh, da werden die Fahrer wieder mich lieben. Naja, gut, so, Tom Kahnert. Schicken wir, können wir ja nicht auswählen, wen nehmen wir. Dann nehmen wir gleich den und sagen auf ihn. Zack. So, um die, hier können wir auch Kennzeichen ändern. Lass mal P, E, B, Strich, B, S. Taunt und. So. Haben wir gleich. B, dann wissen wir auch immer, welcher als erstes war. S. Town 1 und fertig. So. Den zweiten Morgen war wahrscheinlich abends. Nee, für den ersten sogar. Dann brauchen wir ja 4 Busse, wa? So, und den nimmst du dann bitte. Wenn wir jetzt anklicken, sehen wir auch, wann er runterfährt. 5.55 Uhr bis 13.55 Uhr Linie 1. Der auch 6.25 Uhr bis 14.25 Uhr. So.
Paul Neighbor. So, mal gucken. Da kommt der Erstfahrer und er fährt los. Yeah. Jetzt schon. So, wo haben wir unseren Stützpunkt? Da. Zack, da nehmen wir unseren Bus. Die Route rot markiert. So, wenn wir anklicken, nehmen wir die Linie 1. Und dann Kennzeichen. Hier die aktuelle Verspätungszeit. Und die Auslastung. Dann ein Fahrer, Tom Kallert, aktuelle Tour, Linie 1, Fahrplan 1. Von 6 Uhr, Hugo de Friesland, über Hogeweg, 6.01 Uhr bis 6.51 Uhr wieder an Hugo de Friesland. Dann wäre die nächste Tour um 17 Uhr, 7 Uhr morgens, sorry, 7.51 Uhr. Oh, mal ein bisschen. Ist aber ziemlich früh runtergefahren, der Junge. Und da kommt der zweite schon. Noch früher, Mann, die seid ja fleißig. Der feiert der erste schon. Hat schon 11 drin. Ohlala. So, wir müssen schaffen. Schließe 10 Fahrten erfolgreich ab. Dafür kriegen wir einen Pokal und 43 Euro. Hier sehen wir die Pokale. So mehr Pokale wir kriegen, umso mehr können wir auch dann irgendwann erforschen durch die Pokale. So, aktuell hat unser Bus 1 Minute Verspätung. Oh, eigentlich gut zu tun, 17 Mann. Oh. Zwei Minuten Verspätung. Fängt ja schon mal gut an. Dann müssen wir 20 Fahrkarten verkaufen. Kriegen wir hin. Ein bisschen mal schneller fahren lassen. Düpp, düpp, düpp. Blup, Kreisverkehr. Ah, ja, das Spiel. Gut, lassen wir so mal. Erstmal. Da ist es dann besser, wenn man lagt. Wechsel. Verkauf 20 Fahrkarten, haben wir erreicht. Beförder 75 Fahrgäste. Okay. Kriegen wir hin. Oh, der 6 Minuten Verspätung, der Jütze. Der fährt auch mit minus 2, 3. Oh, lala. Dann gehen wir auf die Einnahmen mal. So, 297 Euro haben wir eingenommen schon. Und 126 Euro plus. So, dann haben wir hier Linie. Auslastung nehmen wir. Dann die Haltestellen. Und die Busse, ja, das, was wir wollten. So, vergrößert dann Liniennetz. Ja. Um mehr Linien zu bauen, brauchen wir auch mehr Busse. Und Fahrer, mehr Busse, heißt auch mehr Geld. Ja, dann lasse ich das ein bisschen vorlaufen. Wenn wir es eingenommen haben, melde ich mich dann wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Spaß am Spiel.